Dieser klingt immer aufregend. Nicht nur bei Raumschlachten. Um einen weiteren Aspekt darüber, wie Laserlicht sinnvoll eingesetzt werden kann, wird uns der folgende Talk bereichern. Unser Speaker, Dr. Matthias Koch, ist Biophysiker, der Physik mit dem ungewöhnlichen Nebenfach Gartenbau studiert hat. In seiner Doktorarbeit hat er den Viola-Xanthin-Zyklus von Algen mit Laserspektroskopie untersucht. Viola-Xanthin-Zyklus ist natürlich der Schutzmechanismus des Photosyntheseapparats höherer Pflanzen. Das weiß man ja, wenn man Wikipedia benutzen kann. Er interessiert sich für Compilerbau, Optik, Botanik und Meeresbiologie. Und wenn er nicht gerade seine Riesenkaninchen krault, ist er begeisterter Lindy Hop-Tänzer und Apnoe-Taucher. Bitte begrüßt mit mir sehr herzlich eine der viel interessiertesten, schillerndsten Persönlichkeiten auf der diesjährigen RC3. Bühne frei für Dr. Matthias Koch. Guten Tag, hallo, ich bin Matthias Koch und möchte heute eine kleine Einführung in die Laserspektroskopie geben. Formell bin ich Diplomphysiker, habe Physik mit dem ungewöhnlichen Nebenfach Gartenbau studiert und schließlich in meiner Doktorarbeit Lichtstressreaktionen von Algen mit Lasern untersucht. Nachdem ich nun ein paar Jahre mit einer dicken Schutzbrille auf der Nase in einem dunklen Keller der Universität verbracht habe, dachte ich, dass all das, was ich heute erzählen werde, wohl eigentlich ganz normal wäre. Doch dann habe ich meinen Hut aufgesetzt, bin ans Tageslicht gegangen und meine Freunde haben mir erzählt, dass es vielleicht besser wäre, wenn ich mir eine kleine Einführung gäbe in das, wovon ich immer rede. Und hier bin ich. In diesem Vortrag kommt vor, was passiert, wenn man mit einem Laser in eine Probe leuchtet. In diesem Falle Algenkultur. Außerdem wird noch eine Neonglimmlampe mit vorkommen und ein Tiefpasskantenfilter. Wozu die beiden da sind, darauf will ich später noch einmal zurückkommen. Zuerst möchte ich einen kleinen Überblick über die auftretenden Effekte geben. Wenn ein Molekül von einem Laser frei getroffen wird, dann wird es von der Photonenergie angehoben und fällt danach bei der Raleigh-Streuung wieder in den Grundzustand zurück, wobei ein Photon mit der gleichen Energie und Wellenlänge wieder abgestrahlt wird. Manchmal passiert es allerdings auch, dass das Molekül nach der Anregung nicht in den Grundzustand, sondern in einen der angeregten Vibrationsbanden fällt. Die Energie, die für die Anregung der Vibrationsbande nötig ist, fehlt hinter bei dem Photon, was wieder abgestrahlt wird. Wenn wir nun also mit einem blauen Laser in eine Lösung Carotinoiden hineinleuchten, dann erhalten wir auch ein bisschen grünes und ein bisschen oranges Licht wieder zurück. Wenn die Photonenergie des Lasers ausreicht, um den ersten elektronisch angeregten Zustand des Moleküls zu erreichen, dann kann das Molekül das Photon absorbieren. In diesem Falle wird die Wahrscheinlichkeit für eine Wechselwirkung zwischen Licht und dem Molekül stark erhöht. Die Raleigh-Streuung wird stärker, die Rahmenstreuung wird resonanzverstärkt und es tritt ein weiterer Effekt auf, die Fluoreszenz. Bei der Fluoreszenz wird das Molekül aus dem Grundzustand in einen der Vibrationszustände des ersten Elektrons angeregten Zustandes angehoben, fällt von dort strahlungslos in den untersten Vibrationszustand des ersten elektronisch angeregten Zustandes und von dort in vielen verschiedenen möglichen Übergängen in all die kleinen Vibrationszustände des elektronischen Grundzustandes. Das führt dazu, dass die Fluoreszenz sehr breitbandig ist und die Farbe der Fluoreszenz aufgrund des vorgeschalteten strahlungslosen Überganges nicht von der Photonenergie des anregenden Lasers abhängt, sondern nur vom Material. Allerdings hängt die Intensität der Fluoreszenz durchaus von der Anregungswellenlänge ab. Bevor wir nun in die Messdaten und ins Experiment eintauchen, möchte ich vorher noch die Wellenlängenskala einführen. Die Wellenlängenskala teilt den Regenbogen von Violett bis Rot in eine Wellenlänge von etwa 400 bis 700 Nanometern ein. Die Empfindlichkeit unseres Auges an den Grenzen ist sehr gering und dazwischen liegt der gesamte sichtbare Bereich. Die Photonenenergie bewegt sich dabei von etwa 1,8 Elektronenvolt im dunkelroten bis 3 Elektronenvolt im violetten.
So sieht der Aufbau des Experimentes aus. In einem Glaskolben befindet es Algenkultur, also Algen in Wasser mit Flüssigdünger, wobei ich die Art Gunnarella salina verwendet habe. Das ist eine ganz besondere Alge, die sehr hohe Salzkonzentrationen aushält und für die Farbstoffproduktion verwendet wird. Dieser Glaskolben steht auf einer Plexiglasplatte, worin Neonglimmlampen eingelassen sind, die ich für die Kalibration des Spektrometers verwende. Unter der Plexiglasplatte befindet sich ein Magnetrührer, dessen Aufgabe darin besteht, die Algenkultur stets umzuwälzen, sodass einzelne Algenzellen immer nur kurz mit dem Laserstrahl in Kontakt kommen und so nicht durch die Messung selbst unter Stress geraten. Von oben taucht ein Faserbündel in die Kultur, aus dem in einer mittleren der Deckenfaser der Laserstrahl in die Probe scheint und das von der Probe gestreute Licht mit vielen feinen Fasern, die darum herum angeordnet sind, zum Spektrometer geleitet wird. Ich habe einen blauen Dauerstrichlaser mit einer Wellenlänge von 473 Nanometern und 50 mW Ausgangsleistung zur Anregung verwendet, wobei dieser Laser ein ungepumpter Festkörperlaser ist, der als Single-Mode-Laser eine Linienbreite von nur 12 Pikometern hat. Dazu ein Spektrometer, welches mit einem Tiefpasskantenfilter passend zur Laserwellenlänge sowie mit einer CCD-Kamera ausgerüstet ist. Hier sehen wir die ungefilterten Rohdaten aus dem Spektrometer, in diesem Falle noch ohne den Tiefpasskantenfilter aufgenommen. Das stärkste Signal ist die Raleigh-Streuung des Lasers bei 473 Nanometern. Ebenfalls eingezeichnet in Rot sind ja Artefakte, die durch das Fehlen des Tiefpasskantenfilters auftreten. Man sieht, dass der Raleigh-Peak einen Fuß hat und noch ein kleiner weiterer Peak zwischen 550 und 600 Nanometern auftritt. Diese resultieren daraus, dass die inneren Oberflächen des Spektrometers nicht perfekt sind und ein kleiner Teil des Lichtes auch in andere Richtungen gestreut wird. Wobei natürlich bei einem sehr, sehr starken Signal diese Artefakte stark zum Tragen kommen. Aus diesem Grunde füge ich jetzt den Tiefpasskantenfilter ein und der Raleigh-Peak sowie der kleine Artefakt-Peak sind verschwunden. Das starkste Signal, was wir jetzt sehen, zwischen etwa 650 und 750 Nanometer, ist die Chlorophyllfluoreszenz. Die Chlorophyllfluoreszenz kommt von dem Blattgrün. Das Blattgrün kann rotes und blaues Licht absorbieren und fluoresziert im tiefen Dunkelrot. Hier ist das gleiche Spektrum noch einmal mit einer logarithmischen Intensitätsskala aufgetragen. Die Chlorophyllfluoreszenz habe ich hier grün markiert und wir sehen zwischen 550 und 600 Nanometer einen kleinen Buckel. Dies ist die Raman-Linie des Wassers. Wir sehen, dass die Intensität der Raman-Linie viel kleiner ist als die Intensität der Chlorophyllfluoreszenz. Ganz klein, hier mit einem Pfeil markiert, damit es nicht untergeht, sieht man noch eine der Raman-Linien der Carotinoide in den Algen. Und zwischen 450 und 500 Nanometern die Filterkante, also die Stelle, wo der Filter anfängt, Licht durchzulassen. Zur Kalibration des Spektrometers habe ich Neonglimmlampen verwendet. Neon ist für ein oranges Leuchten bekannt, hat aber auch Linien im grün-blauen Bereich, die sehr praktisch sind für die Kalibration. Auch wenn viele schöne Ideen erfunden worden sind, um Spektrometer zu kalibrieren, so leistet eine ganz einfache Neonglimmlampe, die bestimmt alle schon in der Bastelkiste liegen haben, gute Dienste. Neon hat übrigens sehr, sehr viele Linien, sodass für jeden Geschmack und jede Kalibrieraufgabe etwas dabei sein sollte. Hier sehen wir noch einmal die gleichen Daten wie zuvor, allerdings habe ich die Chlorophyllfluoreszenz abgeschnitten, damit man die Raman-Linien besser sehen kann. Das stärkste Signal ist hier die Wasserrahmenlinie um 560 Nanometer, die sehr breit ist. Außerdem habe ich die Neonglimmlampen aktiviert, sodass wir die Lage der Spektrallinien des Neons mit den publizierten Werten vergleichen können. In dieser Grafik sieht man, dass es noch nicht ganz passt, aber schon in der Nähe ist. Mit einer Offset-Korrektur von 0,245 Nanometern stimmen die Linienlage der Neonspektrallinien genau mit den publizierten Lagen der Neonspektrallinien überein.
Der kleine Bereich um 500 Nanometer, wo noch einmal ein einzelnes Neonspektralinienspektrum auftaucht, zeigt, welchen Bereich der Spektrometer normalerweise in 1 aufnehmen kann. Diese sehr, sehr, sehr breiten Daten sind dadurch entstanden, dass der Spektrometer zwischendurch immer wieder das Gitter gedreht hat und schließlich die Daten vieler einzelnen Messungen zu einem sehr breiten Spektrum zusammengeklebt hat. Dies ist zur Veranschaulichung sehr praktisch, dauert aber auch lange. Das Gesamtspektrum hat etwa eine halbe Stunde Aufnahmedauer gebraucht. Da es sich bei den Raman-Linien um eine energetische Verschiebung relativ zur Anregungsphotonenenergie handelt, wird in der Raman-Spektroskopie gerne eine Skala verwendet, die proportional zur Photonenenergie ist. Die sogenannte relative Wellenzahl, Zentimeter auf minus 1, mag zwar erst eine sehr merkwürdige Einheit sein, aber im Endeffekt die proportional zur Energiedifferenz zwischen eingestrahltem und gestreutem Photon und berechnet sich aus dem Kehrwert der beiden Wellenlängen. Zur weiteren Auswertung der Daten habe ich die Wasser-Raman-Linie abgeschnitten. Übrig bleibt das Raman-Spektrum der Carotinoide in den Algen, sowie eine buckelige Grundlinie. Diese entsteht durch die Fluoreszenz vieler verschiedener Stoffe, die in kleinen Konzentrationen in der Probe vorhanden sind und muss mathematisch abgetrennt werden. Es gibt viele verschiedene Algorithmen, dies zu bewerkstelligen. Einen davon habe ich erfunden und sowohl im Quelltext als auch als wissenschaftliche Publikation veröffentlicht. Nach der Abtrennung der Grundlinie bleibt das Raman-Spektrum übrig. Hiermit sind wir fertig. Wer jetzt noch weiter einsteigen möchte, muss ein bisschen Detektivarbeit mit der Literatur machen. Zum Beispiel weiß ich, dass die Raman-Linien oberhalb von 2000 Wellenzahlen Linearkombinationen der unteren Raman-Linien sind. Wer noch weiter in der Literatur stöbert, mag vielleicht auch die Zuordnung der einzelnen Schwingungsmoden zu bestimmten Teilen in den Molekülen finden. Aber das sprengt nun bei weitem den Rahmen dieses Vortrages. Vorhin hatte ich erzählt, dass die Intensität der Streuprozesse dann ganz besonders groß wird, wenn das Molekül die Photonenergie des Lasers absorbieren kann. Um dies zu veranschaulichen, habe ich hier noch einmal reines Beta-Carotin, also das Morylorange, in Ethanol gelöst und mit zwei verschiedenen Laserwellenlängen angeregt. Die eine Wellenlänge, 500 Nanometer, liegt im Blauen, während die andere Wellenlänge, 540 Nanometer, im Grünen liegt. Wenn wir beide Raman-Spektren vergleichen, so sind einige Linien mit dem blauen Laser ein bisschen stärker geworden und einige sehr viel stärker. Diejenigen, die nur ein bisschen stärker geworden sind, sind die Raman-Linien des Ethanols. Es ist nämlich so, dass Streuprozesse auch ohne Resonanz grundsätzlich eine Frequenz hoch 4 Abhängigkeit haben. Sie werden also umso stärker, je weiter wir ins Blaue kommen. Die Linien, die sehr viel stärker geworden sind, sind die Raman-Linien des Beta-Carotin, welches bei der Wellenlänge im Blauen absorbieren kann. Um die Resonanzverstärkung der Raman-Linie des Beta-Carotins noch einmal zu veranschaulichen, habe ich hier sehr viele Raman-Spektren mit unterschiedlichen Anregungswellenlängen und auch unterschiedlichen Tiefpasskantenfiltern aufgenommen. Jedes Teil im Sakkad ist ein Raman-Spektrum, was mit der auf der Hochachse gezeigten Anregungswellenlänge aufgenommen worden ist. Auf der unteren Achse sind wie bisher die relativen Wellenzahlen, also Energieverschiebung relativ zum Laser. Die Frequenz hoch 4 Abhängigkeit habe ich hier abgeteilt, sodass wir wirklich nur noch die Resonanz sehen. Zunächst einmal ist zu beobachten, dass einige Raman-Linien, wie die um 3000 relativen Wellenzahlen, von oben bis unten mit gleichmäßiger Intensität durchgehen. Auch die anderen Linien, die keine Veränderung der Intensität zeigen, gehören zum Ethanol. Die Linien, die eine Resonanzverstärkung aufweisen und im Bereich zwischen 480 und 500 Nanometern besonders stark werden, gehören zum Beta-Carotin, welches den Bereich absorbieren kann. Hier habe ich die Intensität der beiden stärksten Raman-Linien von Beta-Carotin noch einmal zusammen mit dem Absorptionsspektrum des Beta-Carotins aufgetragen. Wir können schön sehen, dass das Maximum der Resonanz der Raman-Linie dann erreicht wird, wenn die Anregungsphotonenergie im Bereich der ersten Flanke der Absorption ist. Dies ist der erste elektronisch angeregte Zustand. Während bei der normalen Raman-Streuung das Molekül am Anfang im Grundzustand gewesen ist, dann hochgehoben wird und einen der Vibrationsbanden fällt,
passiert es mit sehr geringer Wahrscheinlichkeit aber auch, dass das Molekül schon durch thermische Anregung von selbst in einem der Vibrationszustände ist. Wird es aus diesem Zustand heraus angehoben und fällt dann in den Grundzustand zurück, wird ein Photon abgestrahlt, was mehr Energie hat als das eingestrahlte Photon. Das sind die sogenannten Anti-Stokes-Linien. Diese sind dann im kurzwelligeren Bereich neben dem Rayleigh-Peak zu finden und können natürlich nur ohne den Filter aufgenommen werden. Sie sind sehr, sehr schwach. Ich habe dieses Spektrum mit reinem Ethanol und einer Anregungswellenlänge von 266 Nanometern im tiefen Ultraviolett aufgenommen und man sieht durch die logarithmische Skala, wie klein die Anti-Stokes-Linien von der Intensität her wirklich sind. Das Besondere an den Anti-Stokes-Linien ist, dass sie nicht von Fluoreszenz überdeckt werden und dass sie eine Abhängigkeit von der absoluten Temperatur tragen. Die Besetzung der Vibrationszustände entspricht nämlich der Boltzmann-Verteilung und wir haben so eine Möglichkeit, sogar durch Glas hindurch die absolute Temperatur mit einem Laserstrahl zu messern, was ja nun mit Wärmebildkameras oder Infrarotthermometern nicht funktioniert. Nach diesem kleinen Überblick über die verschiedenen Signale und Effekte, die so auftreten, soll es nun darum gehen, wie das Ganze für die Bastelkiste heruntergebrochen werden kann. Zunächst einmal die Wahl des Lasers. Ich möchte empfehlen, einen blauen oder einen violetten Laser zu verwenden. Das hat einen ganz einfachen Grund. Man weiß, wo der Strahl ist, auch wenn man die Laserschutzbrille auf der Nase hat. Ein infraroter Strahl ist leider unsichtbar, die Sichtgeräte sind teuer und bei einem roten Laser kommt man immer in Versuch, um mal kurz unter der Brille durchzulugen, wo der Strahl nun eigentlich ist. Das sollten wir auf gar keinen Fall tun. Deswegen ist es schön, einen blauen Laser zu verwenden. Man kann einfach ein Blatt Papier mit Textmarker vollmalen und kann damit über die Fluoreszenz schön sehen, wo der Strahl gerade ist. Ich habe bemerkt, dass meine Haut selbst auch ein bisschen gelb fluoresziert, sodass ich auch mit Laserschutzbrille einfach mit meinem Finger sehen kann, wo der Strahl ist. Spektrometer-Bauanleitung finden sich viele im Internet, deswegen habe ich hier nur einige Stichworte zusammengesucht, auf die es zu achten ist. Einmal der Spektralbereich. Wer Fluoreszenz messen möchte, der sollte am besten jeder den gesamten sichtbaren Bereich so flächer und Typ vom Infrarot auf einmal aufnehmen kann. Wogegen bei der Raman-Spektroskopie es auf hohe Auflösung ankommt und man durchaus mit einem kleinen Bereich aus dem Spektrum gut auskommen kann. Die Lichtstärke ist wichtig, das ist für ihn wie bei der Blende in der Fotografie. Ein Spektrometer hat am Anfang einen Spalt, dahinter kommt ein Gitter und hinten ist die Kamera. Wenn nun der Spalt sehr eng wird, dann kommt nur wenig Licht durch und wir haben nur sehr geringe Intensität auf der Kamera, dafür aber eine gute Auflösung. Außerdem hängt es davon ab, wie die innere Optik gebaut ist, ob vielleicht innere noch weitere Blenden oder kleine Bauteile noch Licht verlieren. Hier muss man ein bisschen abwägen. Während bei der Fluoreszenz vermutlich so ziemlich jedes Spektrometer funktioniert wird, kommt es bei der Raman-Spektroskopie wirklich auf jedes bisschen an, was man in Intensität herausholen kann. Da muss man ein bisschen experimentieren. Der nächste wichtige Punkt ist der Dynamikumfang des Sensors. Eine normale Kamera hat vielleicht 10 bis 12 Bits Dynamikumfang, wogegen die Kamera, mit der ich die Daten aufgenommen habe, die ich gerade gezeigt habe, 16 Bit Dynamikumfang hat. Da muss man mal ein bisschen experimentieren. Ich vermute aber, dass eine Webcam, die gerade mal 8 Bit Helligkeitsauflösung hat pro Farbkanal, nicht sonderlich hilfreich sein wird, wenn man nicht nur unbedingt die Fluoreszenz untersuchen will, sondern auch die etwas kleineren Effekte im Blick hat. Und schließlich ein ganz wichtiger Punkt, das Überstrahlen bzw. der maximale Kontrast. Damit meine ich jetzt nicht, was die Kamera aufnehmen kann, sondern was im Spektrometer selbst passiert. Was geschieht, wenn ein sehr starker Rayleigh-Peak durch Spektrometer geht? Wird der Inneren vielleicht auch ein bisschen gestreut, überstrahlt er womöglich das gesamte Spektrum? Optische Tiefpasskannenfilter sind leider sehr teuer, aber man kann auch das Spektrometer, wenn man es schon selbst gebaut hat, einfach auseinanderbauen und ein Stück schwarze Pappe dorthin kleben, wo der Rayleigh-Peak erscheint. Für die Kalibration empfehle ich Neon-Glimm-Lämpchen. Sie haben Spektrallinien über den gesamten sichtbaren Bereich, die relativ leicht wiedergefunden werden können. Sie sind günstig, praktisch und klein und wahrscheinlich schon in Form von Steckdosenleisten mit Leuchtschalter in der Bastelkiste zur Verfügung. Schließlich möchte ich noch einmal darauf eingehen, dass auch Leuchtdioden als spektralsensitive Fotodioden verwendet werden können. Ich habe hier einmal für viele verschiedene Leuchtdioden gemessen,
wie deren Empfindlichkeitsspektrum ist und die Ergebnisse auf HKD veröffentlicht. Das zugängliche Wellenlängenbereich wird hauptsächlich von dem Halbleitermaterial des Sensors bestimmt. Siliziumphotodioden können von 400 bis 1100 Nanometern eingesetzt werden. Außerhalb dieses Bereiches muss man improvisieren oder es wird teuer. Andere Halbleitermaterialien kommen durchaus noch weiter. Siliziumcarbid ist von 200 bis 400 Nanometer einsetzbar. Indium-Gallium-Arsenid-Photodioden sind von 800 bis 1700 Nanometer nützlich. Und Germanium-Photodioden kommen noch weiter und reichen von 800 bis 1800 Nanometer. Nicht zu vergessen ist, dass manche Röhren, je nach Material, für ultraviolette empfindlich sind. Da muss einfach mal ein bisschen probiert werden. Vielleicht ist es auch möglich, einen Germanium-Leistungstransistor zu öffnen und diesen als infrarotempfindliche Photodiode zu benutzen, aber ich vermute, dass die Sensitivität sehr gering sein wird. Während die Messung der Raman-Linien eine echte technische Herausforderung darstellt, lassen sich Absorption und Fluoreszenz relativ leicht messen. Hier möchte ich einige Beispiele vorstellen, wie solche Messungen heruntergebrochen werden können. Die klassische Messung der Absorption sieht so aus, dass eine Lampe durch einen Monochromator scheint, das ist im Endeffekt ein optisches Gitter mit einem Spalter am Ausgang, sodass man einen kleinen Bereich aus dem Regenbogen auswählen kann. Dieser Strahl wird durch einen Strahlteiler geteilt, ein kleiner Teil fällt auf eine Referenzphotodiode und der Rest des Strahls geht durch die Probe und wird von der Signalphotodiode aufgenommen. Aus dem Verhältnis der Intensitäten auf der Referenz- und der Signalphotodiode lässt sich dann die Absorption der Probe bei der entsprechenden Wellenlänge bestimmen. Die Absorption hängt von der Schichtdicke ab, von der Konzentration des entsprechenden Stoffes und von einem Extinktionskoeffizienten, der von der Wellenlänge und natürlich auch von dem Material, welches man untersucht, abhängt. Während bei einer Lampe und einem Monochromator der Referenzarm unbedingt nötig ist, um Intensitätsschwankungen der Lampe und auch das Schwarzkörperspektrum der Lampe selbst auszugleichen, haben Leuchtdioden eine sehr stabile Intensität. Es ist also möglich, mehrere Leuchtdioden durch eine Probe leuchten zu lassen und die durchgehende Intensität mit einer Photodiode zu bestimmen. Die Intensität der Leuchtdioden selbst kann bestimmt werden, indem man eine Messung ohne Probe durchführt. Ein gutes Beispiel ist das sogenannte Pulsoximeter. Das besteht aus zwei Leuchtdioden, eine bei 660 Nanometer im Roten und eine bei 940 Nanometer im Infraroten. Beide leuchten durch den Finger und das durchgehende Licht wird von einer Photodiode untersucht. Das rote Licht kann unsere Haut relativ gut durchdringen, wogegen das mit Sauerstoff beladene Hämoglobin im Bereich von 940 Nanometern absorbiert. Auf diese Weise lässt sich nicht nur der Puls, sondern auch der Gehalt des Sauerstoffes im Blut bestimmen. Ebenfalls ist es möglich, eine breitbandige Lichtquelle durch die Probe leuchten zu lassen und das durchgehende Licht spektral aufgelöst zu beobachten. Dies kann mit einem Spektrometer geschehen, was den Vorteil hat, das gesamte Absorptionsspektrum mit einem zeitlichen Mal aufzunehmen oder mit mehreren Leuchtdioden mit unterschiedlichen Wellenlängenbereichen. Ein schönes Beispiel ist das Infrarothygrometer von Forrest Mims. Es verwendet die Sonne als Lichtquelle, die Atmosphäre als Probe und zwei Leuchtdioden bei 880 und 940 Nanometer zur Aufnahme. Während sich mit 880 Nanometern die Atmosphäre weitgehend ungestört passieren kann, hat Wasserdampf eine Absorption in der Nähe von 940 Nanometern. Man kann also aus dem Verhältnis der beiden die Wasserdampfkonzentration über eine mit Atmosphäre bestimmen und so einen Infrarothygrometer bauen. Ebenso einfach ist die Fluoreszenz aufzunehmen. Als Beispiel möchte ich die Chlorophyllfluoreszenz verwenden, die ein dunkelrotes Leuchten des Blattgrüns in Pflanzen ist, die mit einer blauen oder mit einer roten Lampe beleuchtet werden. Um die zu beobachten, kann man am praktischsten eine blaue Leuchtdiode nehmen, die Pflanze damit beleuchten und das Ganze durch einen dunkelroten Filter betrachten. Es ist etwas schwierig, das auf Video aufzunehmen, aber ein Foto davon ist hier zu sehen. Die Chlorophyllfluoreszenz ist auch für die spektakulären Aufnahmen der Infrarotfotografie von Pflanzen und Bäumen verantwortlich. Wenn man mit einem dunkelroten Filter Fotos macht, sieht man, dass der Himmel dunkel wird, was daran liegt, dass das Blau des Himmels vom Filter weggefiltert wird
und die Blätter werden sehr hell. Auf diesem Foto leuchtet der Kirschbaum rechts ziemlich hell, während Flieder und Tanne auf der linken Seite des Bildes etwas weniger hell leuchten. Dies kommt daher, dass die Chlorophyllfluoreszenz eine Stressreaktion der Pflanzen ist, womit diese überschüssige Lichtenergie wieder abgeben können. Während der Kirschbaum mit dem hellen Sonnenschein an diesem Hochsommertag schon etwas überlastet zu sein scheint, fühlen sich Tanne und Flieder noch relativ wohl. Solche Aufnahmen können auch von Flugzeugen oder Satelliten aus gemacht werden und zeigen, wo in einem Wald zum Beispiel durch Trockenheit Stress besteht, womit auch wieder die Waldbrandgefahr eingeschätzt werden kann. Für die Messung der Chlorophyllfluoreszenz sind drei Leuchtdioden nötig. Eine blaue zur Anregung der Fluoreszenz, eine hellrote als Referenz und eine dunkelrote, die Chlorophyllfluoreszenz sehen kann. In dieser Grafik habe ich das Emissionsspektrum und die Empfindlichkeit an der dunkelroten Leuchtdiode bei 700 Nanometer einmal im Vergleich aufgetragen. Man sieht, dass sich beide überlappen. Der Grund dafür ist, dass wir es hier mit einem Halbleiter mit direkter Bandlücke zu tun haben. Infrarote, rote und gelbe Leuchtdioden sind meistens mit direkter Bandlücke. Das bedeutet, dass sie ihr eigenes Licht sehen könnten. Wogegen Leuchtdioden, die grün, blau oder ultraviolett sind, meistens aus indirekten Bandlückenhalbleitern gefertigt werden. Bei denen liegt Emission und Empfindlichkeit ein bisschen auseinander. Sie können also ihr eigenes Licht nicht sehen, sondern nur kurzwelligeres Licht. Es ist immer so, dass die Empfindlichkeit entweder bei der Emission beginnt oder im kurzwelligeren liegt. Hier zum Vergleich noch einmal eine hellrote Leuchtdiode. Wenn wir nun die Empfindlichkeiten der beiden Leuchtdioden zusammen mit der Chlorophyllfluoreszenz auftragen, können wir sehen, dass die hellrote Leuchtdiode die Chlorophyllfluoreszenz nicht sehen können wird, wogegen die dunkelrote Leuchtdiode bei 700 Nanometern sehr wohl die Chlorophyllfluoreszenz aufnehmen kann. Damit haben wir alles, was wir brauchen. Wir können die Chlorophyllfluoreszenz mit einer blauen Leuchtdiode anregen, die hellrote Leuchtdiode dient als Referenz, und die dunkelrote Leuchtdiode nimmt das eigentliche Signal auf. Hier sehen wir das Ergebnis einer Aufnahme der Chlorophyllfluoreszenz an einem Waldblatt, welches ich mit den drei Leuchtdioden gemacht habe. Für diese Messung blitzt die blaue Leuchtdiode kurz und mit jedem Blitz nehmen die beiden anderen Leuchtdioden verstärkt über einen Operationsverstärker jeweils Signal und Referenz auf. Das Signal, also die Fluoreszenz, sieht man hier in der roten Kurve. Die blaue Kurve ist die Referenz. Bis zu einem Zeitpunkt von 60 Sekunden wurden nur die kurzen Messpulse in das Blatt eingestrahlt. Ab 60 Sekunden leuchtet die Leuchtdiode auch zwischen den einzelnen Messungen. Das Blatt reagiert damit, dass kurzfristig besonders stark fluoresziert und sich dann im Laufe der Zeit an die veränderten Lichtbedingungen anpasst. Diese Kurve ist als Kautsky-Effekt bekannt. Zum Abschluss möchte ich allen Neugierigen noch einige Lesetipps und Ausblicke mit auf den Weg geben. Themen, wo ich denke, dass eine Beschäftigung sehr interessant sein kann. Schaut mal ins Meeresleuchten. Das ist ein hellblaues Funkeln in den Wellen. Versucht es mal mit digitaler holographischer Mikroskopie. Das ist ein Mikroskop, welches nicht scharf gestellt werden muss, sondern alle tiefen Ebenen auf einmal aufnehmen kann. Die Hauptkomponentenanalyse hilft, komplizierte Messdaten zu analysieren. Hyperspektralkameras können für jeden Pixel im Bild ein Spektrum aufnehmen und schließlich die 2-Photonen-Absorption, wo ein Farbstoff durch zwei ganz schnell hintereinander folgende Photonen im Infraroten in den sichtbaren Bereich angeregt wird. Ich freue mich auf viele E-Mails von all den Neugierigen, die ich heute zum Experimentieren ermuntern konnte und bis gleich in der Fragerunde im Chat. Wow, was für eine komplexe Materie. Mir schwirrt ein bisschen der Kopf. Ich habe gerade wahnsinnig viel gelernt, habe vielen, vielen herzlichen Dank für diesen gewaltigen Impact an, ich fühle mich wie von Laserlicht gebraten gerade, aber mit Informationen irgendwie gesättigt. Ganz, ganz lieben Dank. Einer der ersten Fragen war natürlich, ob das Laserlicht, mit dem du detektierst, nicht einfach die Proben kocht. Ich
bitte um einen kleinen Moment Geduld auf die Antwort. Der Laser hat nur 50 Milliwatt und die Probe ist gerührt. Jede Alge kommt nur kurz im Strahl vorbei. Das sind alles Antworten, die Matthias mir gerade zukommen lässt. Ich hake gleich nach. Das heißt, du kitzelst die Probe mit 50 Milliwatt ja nur eher. Klare Antwort, ja. Du hast es ja nicht nur mit leblosen Proben zu tun, sondern mit lebendigen Organismen. Setzt du diese Proben nicht unter Stress, der dann natürlich die Messung auf eine Art beeinflusst? Matthias antwortet, ja, es gibt Überraschungen. Zum Beispiel, dass sie schäumen und ausbrechen. Klar, hätte ich mir denken können.